So, damit willkommen zurück bei Witchhaven GDX. Ich sehe gerade, dass wir so ein ganz kleines bisschen Probleme haben. Wahrscheinlich haben das Vieh das letzte Mal ein bisschen bearbeitet. Alles Klärchen. Da geht es direkt richtig spaßig los. Aber das macht nichts. Ja, so ein Schwätschel. So ein Ersatzschwert wäre wirklich, wirklich was Feines. Ich hoffe mal, dass die eins fallen lassen. Natürlich tun sie das nicht. Dann machen wir zuerst diese finsteren Ogre platt. Aber am besten erstmal um einen kümmern. Andererseits. Oh, doch, da kommen wir nicht so leicht rüber. Machen wir erstmal den Kollegen hier aus dem Latschen. Und den da drüben, den verpassen wir gleich mal ein Pfeilchen. Da können wir auch direkt mal schauen. Moment, also 7 war das. Genau. Na, für den wollte ich es eigentlich nicht. 1, 2, okay. Also ist die sehr gut. Genau das wollte ich haben. Das heißt, jetzt habe ich ein Schwertchen, aber 93 Pfeile. Okay. Dann ist das auch geklärt. Gut. Das bedeutet, Pfeile brauche ich erstmal noch nicht. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens wieder zurückkommen, denn das wäre ein bisschen unangenehm, wenn nicht. Okay. Die Frage ist, erreichen wir den so oder soll ich den einfach kaputt schießen? Na ja gut, ich habe eh Pfeile ohne Ende, dann würde ich sagen, schön in den Hintern geschossen. Wie war das, wenn er nicht stehen bleiben und ehrenhaft kämpfen möchte? Dann haben wir die 20 Pfeile nämlich wiederbekommen. Ich frage mich nur, ob das ist genau wie bei den alten. Ja, wir versuchen es einfach mal, ob die. Scheint so zu sein, ja. Dass man mit den. Mit schrägem nach vorne und zur Seite laufen. So ein 45-Grad-Winkel, dass man da schneller ist. Das war ja früher gang und gäbe. So. Jetzt mal was Neues ausprobieren. Zack. Ja, da muss man ein bisschen auf das Timing achten. Der trifft trotzdem relativ gut. Aber wie gesagt, leider Reichweite Bonus ist da nicht so wirklich, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Ja, das war zum Beispiel dümmlich. Und vielleicht nur dann berührt, wenn etwas passiert. Und ich werde hier belagert. Moment. Oh, kommen wir da rein? Die Frage ist auch, komme ich da wirklich rein oder ist das wieder so eine Art von Bug? Das sieht aber aus, als ob man da tatsächlich hoch kann, ne? Das sieht aus wie eine Art Aufzug. Ich speichere es jetzt einfach mal und gehe den Weg hier nach unten. Wir simulieren jetzt mal einen Absturz, sind versehentlich hier unten. So. Ja, können Sie ran, können Sie rausschauen. So. Ja, genauso wie ich es mir gedacht habe. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt hier den Weg nach oben freigemacht. Und hier gibt es nicht mehr viel, aber hier. Ich sehe es doch ganz genau. Hier ist ein roter. Ah, okay. Ein Geheimnis. Wer weiß es, wer weiß es. Ja, selbstverständlich. Gibt direkt mit der groben Kelle. Ja, den Sound mag ich. Ein tolles Geräusch. Oh, was ist das? Achso, wieder eine Feuergeschichte. Das erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich damit an seiner Gegner erwehren kann. Okay, das heißt, kann man wieder quasi Munition sparen. Auch hier könnte man wieder nach unten. Wie komme ich denn da weiter? Geht es da weiter runter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lassen wir die dümmlichen Ogre.
fliegen die Fetzen, wie sich das gehört. Ich frage mich auch, wenn sie nur so zucken, ob das dann tatsächlich Schaden gemacht hat, der Treffer. Oh. Jetzt wird es langsam kritisch. Mir gehen die Waffen so ein bisschen aus. Obwohl, ich habe noch 100 Pfeile, aber die möchte ich ja logischer... Ja, ein bisschen aufpassen. Aber die 100 Pfeile möchte ich ja für die dicken Viecher aufheben. Gerade für diese Feuerteufelchen und dergleichen. Oh, das macht aber ein schönes Geräusch. Und natürlich muss ich wieder probieren, ob man da rein kann. Sieht zwar nicht so aus, aber wir versuchen es. Nein, leider nicht. Und diesmal hinter dem Wasserfall. Vielleicht, wenn ich springe. Nein, nichts zu machen. Oder sieht man, dass auch eine falsche Textur bewegt sich da oben. Das ist auch nett. Keine Ahnung, ob es an der Softboard liegt oder ob das wirklich das eigentliche Spiel schon hatte. Und auch hier ist wieder irgendein Weg nach... Ach, das ist ja niedlich. Komm. Sagen wir mal kurz Hallöchen. Ja, die grünen Viecher mag ich ehrlich gesagt am liebsten. Denn diese, ja, was man als Bullet Sponge kennt. Oh, geht's da runter? Man erkennt das nicht. Alles klar. Ja. Alles klärchen. Aber auch hier. Wo ist der Kohl? Ach so, der kam von unten. Okay, ach so. Der ist aber ganz schön hartnäckig und lässt noch nicht mal ein Schwertchen fallen. Das ist wiederum frech. Viele Ratten verderben den Brei. Das sieht so ein bisschen nach Illusion aus und ich könnte mir vorstellen, dass der Absprung hier ein bisschen unangenehmer wird. Nicht der Absprung. Die Landung ist das Problem, nicht der Absprung. Oh, das ist wieder Feuer, da sieht man es. Dieser rote komische Knopf. Wir sind einfach mal ganz frech und rennen. Ah, ich wurde sogar getroffen. Aber auch nicht so richtig. Von daher. Ah, das ist ja jetzt sehr unangenehm. Wie soll ich denn die bekämpfen, wenn ich hier. Kann man noch die dümmlichen Feuergeschichten um mich herum ab. Oder kann ich die abschießen? Das könnte man tatsächlich mal probieren, ob das geht. Zeit für Heldenzeit. So, jetzt mal gucken. Nein, das ist mir ein bisschen zu unangenehm. Ah, wobei, ich könnte ja auch einfach die... Machen wir es mal shooter-typisch. Bleiben in Bewegung. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Moment, ich habe 210 Panzerung. Warum? Oder ist da gar keine Panzerung? Ich laufe mal weiter im Kreis. Ich könnte natürlich auch... So, jetzt benutze ich mal den hier. Bin jetzt, was Feuer angeht, nicht so wirklich... angreifbar. Zack. Und jetzt bauen wir sie einfach alle zu Brei. Nehmen uns auch den Stärketrank, den ich heimlich... an dem ich heimlich genascht habe. Das lässt sich doch speichern. Ja, die Panzerung ist beachtenswert. Gut, ich habe das Pentagramm. Das heißt... Ah ja. Irgendwie habe ich es geschafft, dran vorbeizuspringen. Ja, gehen wir da hinten noch schnell vorbei. Aber... Kommt mir sehr bekannt vor. Das heißt, wahrscheinlich wird das gleiche hier. Wir warten, dann renne ich davor. Ja, natürlich wird nicht mehr passieren als das. Wobei, da sollte ich vielleicht auch den zweiten Trank nehmen, den Stärketrank, dass hier schneller Ruhe ist. Und jetzt sollte ich mich vielleicht nicht auf die Feuerviecher konzentrieren. Oh, auf das Dickerchen habe ich gar keinen Bock. Dann machen wir wieder die Fernkampfgeschichte. Oh, jetzt ist Feuer. Das Feuer ist aus. Na? Hoffentlich kriege ich die Erfahrungspunkte. Sehr gut.
Pfeilchen nehmen wir auch wieder mit. Auch den Rest. Bei uns kommt nichts weg. Ach, verdammt. Komm, nimm mal noch einen, weil der ist ohnehin der Trank. Feuer soll uns nicht weiter stören. So, Stärketrank nehmen wir auch wieder mit. Gift ist momentan kein Problem. Oh, Heiltrank nicht. Den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage. Ich habe eigentlich sehr viel. Nur wo brauche ich das Gedöns? Ja, mittig wahrscheinlich, ne? In dem Raum bin ich fertig. In dem anderen Raum bin ich auch fertig. Das heißt, wahrscheinlich, wenn es hier nicht weitergeht, oder vielleicht kommt das erst später, das ist auch möglich. Gibt es irgendeinen Schalter, den ich hier betätigen kann in der näheren Umgebung? Oder wieder so eine komische Kette, die man, an der man ziehen kann, wie wir gerade eben schon gesehen haben. Aber die scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Muss auch wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht mehr so dermaßen viel Lebensenergie. Geht's da weiter? Ich glaube nicht. Was passiert hier? Ah ja, okay. War es das bereits? Das sieht aus wie... Jetzt gibt's nochmal schön... Haue. Ja. So, wir priorisieren wieder irgendwelche Feuerteufelchen, aber sieht momentan ganz gut aus, ne? Dann würde ich sagen, wir... Ja. Hauen erstmal kaputt, was kaputt zu machen ist. Hoffen auf ein paar Schwertchen. Und dann schnappen wir uns die Zaubertränke. Na? Ich hätte nämlich wahnsinnig gern so ein zweites Schwert, weil dann kann ich ja wirklich wie ein Berserker um mich klopfen. Der gute Gondorval, wenn ich ihn den Namen auch nicht merken kann, kann er nicht einfach, weiß nicht, Uwe heißen oder so. Short Sword is damaged, genau. Na, aber die lassen einfach nichts fallen. Sehr unangenehm. Ah, okay. Habe ich gerade einen Heldenzeit-Helm gesehen. Okay, dann nehmen wir den eben. Und schnappen uns ein Werfelchen und hauen die einfach so kaputt. Man muss ja nicht immer einen Trank nehmen. Jetzt haben wir zumindest Heldenzeit und können die recht schnell kaputt schlagen. Weil das natürlich für die Haltbarkeit der Waffe nicht unbedingt förderlich ist. Besser ist natürlich, wenn ich Gegner mit wenigen Schlägen zu Brei schlage. Mit dem Brei-Schwert. Daher auch der Name. Ah ja, okay. Die haben wohl keinen Bock. 3, 4 Schläge, das heißt... Ah, okay, jetzt sehe ich erst die Waffe. Das ist natürlich nicht so günstig, aber macht nichts. Dann nehmen wir weiterhin die hier. Ja, also die rote Variante ist quasi die gepimpte Version des dieser braunen Oger. Verdammt. Und das Breitschwert scheint die gepimpte Version des Kurzschwertes zu sein. Und so schließt sich der Kreis, machen also quasi alle gleich viel Schaden. Ja, sehr gut. Okay, wieso? Manchmal will er nicht so richtig. Wie ich es will. Kann es sein, dass er mich sogar unterbricht oder meine Angriffe unterbricht, wenn er mir ein paar verpasst? Ich glaube schon. So, Schwertchen ist wieder da. Das noch nicht. Ah, ja. Wobei, dann könnte ich. Dann bleibe ich mal bei der Waffe in der Hoffnung, dass sie vielleicht kaputt geht oder Schaden nimmt. Dann können wir nämlich direkt drüben wieder Ersatz holen. So, tschüss. Musik ein bisschen stiller und stimmungsvoller. Oh ja. Was ist das? Will ich das wissen oder knall ich es einfach ab? Ah ja, zaubert. Zaubert das wirklich? Das sieht so nach Hexe aus, ne? Dann... Oh. Was war denn das? Hat sich jetzt weggezaubert?
Oder ist er abgeschmiert? Ist sie reingefallen? Kann das sein? Nee, ne? Nee, das ist sie nicht. Das ist ja nur Dekoartikel. Oh, okay, das war knapp. Das scheint aber auch das Ende zu sein. Ja, Moment mal. Ist sie jetzt abgeschmiert oder nicht? Und wie öffne ich das? Muss ich hier oben wieder was aktivieren zuerst? Oder was? Oder wie? Oder wer? Fragen über Fragen. So, das ist jetzt wieder der Anfang. Damit sind wir wieder hier, wo wir schon mal waren. Bringt uns jetzt nicht ganz so viel, aber warum? Ach, sieh mal einer an, okay. Also eine Respawn-Geschichte war das hier, oder was? Oder wie, oder wer? Na, von mir aus. Was ist denn hier los? Da rennst du zu. Dann doch wieder. Ja, komm. Wo schaut's aus? Damaged? Bitte Nachschlag. Fände ich super. Ach, perfekt. Aber noch hält's ja. Fällt noch nicht ganz auseinander. Das heißt, dann wollen wir es auch nicht weiter verschwenden. Sehr gut. Gekonnt. Ja, wieso sind die denn jetzt wieder alle geriespawnt? Das kann aber nicht angehen. Ganz schön frech. Oder bin ich in dem im zweiten Stock? Ja, auch Quatsch, ne? Ich bin die gleiche Treppe wieder runter. Das heißt, ich bin ja im selben Bereich. Oder habe ich irgendwie einen Schlaganfall oder so? Ja, ja, Health Critical, wie immer. Kennt man nicht anders. So ein frisches Schwert schneidet natürlich besonders gut, auch wenn es kurz ist. Aber ist Damage und da liegt schon das nächste Schwertchen. So mag ich das ja. Sobald es kaputt geht, ist direkt Ersatz da. Sehr schön. Auch im echten Leben immer wieder brauchbar, Ersatz zu haben. Nicht unbedingt ein Ersatzschwert. Halt! Moment mal, spawnen die hier endlos, oder wie? Sieht nämlich ganz so danach aus. Ja, der ist sowieso fertig, nehme ich an. Ja. Ich mal kurz nachgeholfen, aber ich weiß nicht, ob ich die Erfahrungspunkte bekomme. Anscheinend ja schon. Das heißt, diese getöteten Goblins, die gehen ja automatisch auf unser Konto. Das ist ja wie Zinsen. So, hier waren wir schon. Jetzt mal kicken. Und wie ist das alles so laut? Sind jetzt alle wieder neu gespawnt? Kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Aber ich hau die doch nicht alle nochmal kaputt. Ich hau die doch nicht nochmal kaputt. Das, was wirklich mein Interesse ist, ist... Wie komme ich da rüber? Ah, fliegen. Natürlich. Die gute alte Fliegegeschichte wieder mal. Ist das das Ende oder ist das einfach nur so ein Pentagramm? Das würde ich auch mal gerne wissen. So. Und wie man hoch und runter sagt. Ich bin ja schon ein bisschen fertig. Vielleicht mal die Zaubersprüche und nicht die dümmlichen. Ach, verdammt! Das war nicht so gut. Ach, da drüben ist ja trotzdem alles voll von dem Pack. So, wir fliegen. Wir fliegen hier hoch. So, wir nehmen mit, was geht. Ja, und das war, glaube ich, war das jetzt Level 6 schon? Das war's.